Hallo, liebe Leute, willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Horrorgame. Das ist The Building 71 Incident, meine ich, heißt das. So wie ich es mitbekommen habe, ist das ein Spiel von einem brasilianischen Game Design Studenten und sowas, der es hier als kleines Projekt gemacht hat, um zu beweisen, dass man ein Horrorgame machen kann, wo man halt so gut wie gar kein Geld für ausgeben muss. Wir haben natürlich mittlerweile schon öfters den Beweis dafür bekommen, dass Horror absolut großartig und ohne Probleme geht. Mit einem sehr, sehr, sehr kleinen Budget oder halt gar keinen Budget. Aber das hier ist trotzdem mal wieder einer der Beweise, dass man anscheinend ein Game machen kann, was sehr gruselig und cool ist, ohne dass man halt eine große Firma oder so sein muss. Das ist bei uns hier natürlich jetzt keine super krasse Neuigkeit, aber schön zu sehen, dass hier jemand die ähnliche Designphilosophie hat, die wir auch natürlich sehr cool finden. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Ich weiß, es geht ca. 20 bis 30 Minuten. Wir schauen uns das an und werden dann mal schauen, ob es wirklich funktioniert hat. Ja, ja, ja. Ich meine, der hat tatsächlich sein Schulgebäude als Grundlage für dieses Spiel benutzt. Ich meine, das habe ich in irgendeinem Kommentar gelesen. Oder die Uni oder was auch immer es war. Aber auf jeden Fall meine ich, das Gebäude ist ein Gebäude, in dem er selbst öfters mal gewesen ist. Ich weiß nicht, ob das hier auf irgendeiner Story beruht oder sowas, die wirklich... während 1997 und 98 wurde das Gebäude 71 in der Universität im Süden von Brasilien geschlossen, nachdem gesagt wurde, dass anscheinend ein paar Gas... irgendwo Gas rausgekommen ist. Aber während dieser Zeit... mehrere Male gab es sehr seltsame und fragwürdige Aktivitäten, die vom Inneren des Gebäudes dokumentiert wurden. Ein Mitarbeiter, dessen Identität nicht angegeben wurde, hat sich dazu entschlossen, selbst nachzuschauen, was dort abgeht und die Quellen dieser Aktivitäten aufzunehmen. Okay, dieser Mann wurde im Endeffekt als vermisst gemeldet. Und von der Polizei offiziell als vermisst gemeldet, aber ein Teil der Aufnahmen sind jetzt öffentlich verfügbar. Okay, und ich schätze, wir werden uns diese Aufnahmen jetzt anschauen. Richtig schön Classic Found Footage, hä? Hui. Okay. 7:29 Uhr. 1998. Aber wie komme ich hier raus? Right Mouse Button. Das ist der Camera Zoom. Wird irgendwas Bestimmtes sehen, dass da Leute drin sind? Weil das Licht. Interact with Object, ja, das dachte ich mir. Oh, aha. Jetzt raus. Ist das Glas durchgesprungen? Ah, ne. Wir haben es natürlich aufgemacht. Okay, ich habe tatsächlich gedacht, dass es nicht mal so... in Anführungszeichen hochwertig wirken würde. Weil bis jetzt wirkt das alles richtig stabil. Richtig solide. Was haben wir hier? Ein bisschen auf der anderen Seite lesen. Das ist einfach nur ja, einfach irgendwelche Rechnungen oder sowas. Wie irgendwas? Return, Int, Fat, whatever. Okay. Es sieht wirklich aus, als ob das Schulgebäude wäre, in dem der Typ wahrscheinlich studiert. Finde ich cool. Okay. Das ist wie das Horror-Pendant zu Leuten, die in Counter-Strike ihre Schulmap nachgebaut haben. Nur ist hier jemand mit irgendwelche, was weiß ich, Geister-Stories oder sowas eingebaut hat. Ich meine, ein Writer schreibt über das, was er kennt, und ein Level-Designer designt das, was er kennt, ne? Es gab mal eine Theorie, dass fast alle Zimmer, die irgendwie sehr realistisch wirken in irgendwelchen Spielen, wahrscheinlich einfach die Schlaf- und Wohnzimmer der Level-Designer sind. Weil ich meine, was kannst du besser designen als das eigene Zimmer, was du kennst, ne? Fand ich sehr lustig. Das heißt, wahrscheinlich kennt ihr sehr viele Wohnzimmer und Schlafzimmer von irgendwelchen Level-Designern. Und ihr wisst es gar nicht. Okay. Schön ruhiger Start. Ich meine, ich werde nicht erwarten, dass ich da irgendwas finde, aber ich gucke trotzdem mal nach. Have you seen the moon? Okay.
No, it's not the same moon. Alright. Irgendein Kult, der denkt, dass der Mond nicht mehr der gleiche ist und alle Leute, die die gleiche Theorie haben, sollen sich bei diesem Treffen da melden. Oder denen eine E-Mail schreiben. Also irgendwas Kultmäßiges. Oder hier ist halt wirklich irgendwas Seltsames passiert. Und der Mond fehlt. Vielleicht haben wir jetzt ja mal ein Horrorspiel mit wo es wieder darum geht, dass der Mond nicht mehr da ist, nur diesmal in gut. Und nicht so mittelmäßig. Aber mal gucken. Widows. Megaware Widows. Second Edition. Updated and improved. Improve your PC. Now you can launch application. Ja, natürlich. Widows. Okay. Aha. Ich finde es mal ein sehr gutes Zeichen für ein Spiel, wenn man motiviert ist und Bock drauf hat, so jeden einzelnen Zettel wirklich mal von Namen zu lesen, okay? Erinnere dich dran, warum du hier bist. 17. Dezember 1997. Marcello. Ein bisschen weg. Ne? So. Okay, wie schon erwartet, stört uns Daniel ein bisschen. Er versteht sehr genau, dass er Privilegien hat, dass er mit Claudia verwandt ist und okay, und benutzt das als einen Vorteil für sich selbst, um dem Aufstieg, um schneller zu dem Aufstieg zu kommen. Aufstieg wurde vorhin auch erwähnt bei diesem Werbezettel mit dem Mond. Also vielleicht ist irgendwie irgendeine Kultnachricht hier. Von einem Member zum nächsten. Aber ich frage dich. Der simple Fakt, dass er kein Auserwählter ist, und das ist ein Fakt, ist nicht genug, um ihn aus der Gruppe zu entfernen. Okay, wir waren noch nie auf der gleichen Seite, wenn es darum geht, ob wir normale Leute, gewöhnliche Leute in unsere Reihen aufnehmen. Und du weißt ganz genau, dass ich dagegen bin. Ich weiß, dass Claudia voll auf meiner Seite wäre. Zumindest in diesem Fall, falls sie noch am Leben wäre oder falls sie noch da wäre. Okay. Und um die Sachen noch schlimmer zu machen, scheint Daniel mit Außenseitern, mit anderen Leuten über unsere Pläne zu reden. Okay. Und bevor du mich fragst, nein, er wird auf jeden Fall nicht bei dem Ritual mitmachen wollen. So schwach wie er ist, war es natürlich auch zu erwarten. Mit lieben Grüßen, Ines. Okay. Also schätze ich, benutzen irgendwelche Leute das Gebäude hier, nachdem es geschlossen wurde, wegen irgendwelchen Gaslecks. Adubo Photoshoot 5.0. Hatte ich immer richtig Spaß damit, ne? Als Kult-Treffpunkt oder sowas? Rita Severa. Okay, 3 von den 5 sind entweder nicht mehr da, sind tot oder wurden aufgenommen in den Kult. Irgendwas ist mit denen. Ich weiß übrigens nicht, ob das Spiel auf irgendeiner wahren Geschichte beruht. Weil ich meine, bis jetzt einfach nur Kultmitglieder, die vielleicht in irgendeinem Gebäude sind, ist jetzt nicht abwegig, ne? Das kann natürlich sein. Ich kenne mich jetzt natürlich nicht aus mit irgendwelchen brasilianischen lokalen. Warum ist hier noch Kram drin? Das ist ein bisschen fragwürdig, ne? Mysteries und irgendwelchen Theorien über irgendwelche Orte und so. Ja, vielleicht kennt von euch jemand die Geschichte hinter, falls es eine gibt? Ich weiß nicht. Hier. Ja, ja, ja. Building 71 wurde geschlossen. Gasleck, bla bla bla. Aber hier schlafen ja offensichtlich Leute und essen Leute und leben Leute. Da geht's nicht weit. Hast du mich auf den Fahrstuhl genommen? Ich glaube ja. Okay. Schauen wir uns mal weiter um. War ich hier nicht eben? Von wo höre ich das? Von da oben irgendwo. Na gut, dann gehen wir in die andere Richtung. Bis jetzt sehr solide. Sehr, sehr solide. Das ist mal wieder ein Beispiel, wo der Filter und der Effekt, der Found-Footage-Effekt, definitiv funktioniert. Weil es im Kontext der Story natürlich auch ein bisschen Sinn ergibt. Ist natürlich eine super klassische Found-Footage-Story. Aber auch eine klassische Story kann man gut umsetzen.
gleich wie eben, ne? Ich will mal genau drauf gucken. Nicht, dass die irgendwas leicht anders drauf geschrieben haben. Nee, nee. Exakt das gleiche. Nee. Ist es der gleiche Tag wie eben? Vier Leute werden vermisst. Am Morgen des Dienst 32. Das ist ein bisschen her, ne? Okay. Only the chosen ones can see it. Okay, alles irgendwelche News-Artikel. Hat sich angefühlt, als ob ich fliegen würde, hat Claudia gesagt. Als ob ich wirklich davon angezogen worden wäre. Okay, die haben irgendwas mit dem Mond. Okay, ich habe zuerst gelacht, als ich gehört habe, wovon sie geredet haben, aber als ich es dann doch selbst gesehen habe, mit meinen eigenen Augen, habe ich gemerkt, wie meine Augen magisch davon angezogen wurden. Ja, yeah, okay, cool stuff. Oh, hallo. Ich sollte wahrscheinlich gehen. Hey, hallo? Das sind nur die Roben, oder? Ja, das sind nur die Roben. Okay, 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 cool. Es funktioniert. Es funktioniert. Sehr simpel, aber es funktioniert sehr gut. Das Sounddesign ist gut. Okay, ist das nicht der Punkt, wo wir vielleicht gehen sollten? Ich meine, es wirkt jetzt nicht unbedingt wie der blutrünstigste, böseste Kult überhaupt, aber wäre das nicht genug Beweis? Für was auch immer hier? Gut. Ich schätze nicht. Ich schätze, wir brauchen mehr. Ist das ein Strick drumherum? Okay. Ah, das ist solide gemacht. Hier wurde irgendjemand gezwungen, sich irgendwas anzusehen, was er wahrscheinlich nicht sehen. Ah, oh, das ist gut gemacht. Auch, dass wir jetzt nicht sehen, was hier zu sehen war, ne? Das ist... Wir müssen es nicht wissen. Wir müssen es nicht wissen. Es ist gruseliger, wenn wir einfach nur davon ausgehen, dass hier einfach Leute dazu gezwungen wurden, irgendwelche... Auch wie die alle hier die Wände anschauen, ne? Das ist eine sehr komische Platzierung von Stühlen. So ein bisschen Blair Witch-mäßig, wo... Leute gezwungen wurden, an die Wand zu schauen, während wem anders was passiert ist. Oh Gott, okay. 67. Ich wünsche, die Dinge, die ich gehört habe, wären eine Lüge, aber es scheint, als ob das nicht stimmt. Ich bin zu alt, um mich mit solchen Sachen zu befassen, Roberto. Okay, ich habe dich nicht als Leiter der Gruppe benannt, um solche absurden Sachen zu machen. Ein Initiationsritual. Okay. Es scheint mir, als ob du das hier alles zu einem Geschäft machen würdest, um einfach nur das Geld von Leuten zu nehmen und noch schlimmer, die Situation auszunutzen, um deinem eigenen kranken Kopf zu dienen. Bitte erinnere dich dran, was der ursprüngliche wunderschöne Aspekt eines Aufstiegs war und warum wir das alles hier gestartet haben. Opfer war nie ein Teil davon, Claudia. Okay. Okay. Also als die Gruppe irgendwie anders übergeben wurde, fing es an, hier alles ein bisschen schlimmer zu werden. Hier sind die ganzen Werbeplakate. Ah, sehr... Oh. Okay. Das hat man vielleicht gar nicht gebraucht hier mit denen. Aber... großartiges Environmental Storytelling, wo einfach nur die Umgebung die Geschichte erzählt. Ich meine, klar, ein paar Notizen, die rumliegen, das ergibt natürlich immer noch keinen Sinn, warum sollte es hier angehangen sein, das ist Schwachsinn. Aber so diese Kartons hier mit den ganzen, mit den Zetteln, man kann genau verstehen, wie das hier alles funktioniert. Wie sie versucht haben, neue Leute zu bewerben und so, anzuwerben. Gefällt mir.
Was lesen? Nein. Photoshoot. Ist hier irgendwas? Okay, diesmal kann ich nicht dadurch. Ja, wo geht's denn dann weiter? Welcome, students. Here's to another great semester. Ja, das war einfach großartig, war das. Alles funktioniert. Nee. Doch irgendwas da hinten. Ah. Okay, so. Louis hat mich... Okay, das war vor ein paar... Vor einer Woche war das. Louis hat mich gefragt, ob ich dir einen Brief schicken kann, weil du noch für ein paar Wochen nicht zurück sein wirst. Okay. Es wird langsam schwierig, die zu Opfernden, also die Leute, die geopfert werden sollen. The Offered Ones ist ein sehr bestimmter Begriff. Ist, ja, die zu Gebenden, in dem Sinne, die im Blick zu behalten. Einer von denen ist fast letzte Nacht abgehauen, als die Treppe nicht wirklich bewacht wurde. Und deswegen habe ich ein bisschen nachgedacht. Okay, wir werden diese Woche mal anfangen, vielleicht ein paar von den Klassenzimmerstühlen und Tischen auf den Treppen zu stapeln, damit der einzig gute Weg hier rauszukommen der Fahrstuhl sein wird. Ich schätze, so werden wir sicher gehen können, dass keiner von ihnen wegrennen kann. Ich würde gerne deine Meinung dazu hören, Pedro. Okay, ich schätze, Pedro hat den ganzen Kram hier gemacht, als Claudia vielleicht irgendwie... Steht genau warum? Won't be back for a few more weeks. Vielleicht ist sie krank geworden oder sowas. Und dann konnte sie sich halt nicht mehr drum kümmern, dass er vielleicht nicht hier den kompletten kranken Scheiß macht. Aber er fragt sie wahrscheinlich trotzdem. Aus Respekt oder so vielleicht? Keine Ahnung. Aber wir wissen auch nicht, wen er da gefragt hat. Ist ja der Mond raus? Oh. Ich würde sagen, natürlich ist genau dein Stuhl, der auf den Mond schaut. Okay, das war cool gemacht. Also sind wir auch auserwählt. Oder dass es einfach gerade Mondfenstern ist, ne? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Jetzt natürlich die Frage, ob wir uns einfach nur vorstellen, das zu sehen, oder ob wir wirklich einen anderen Mond sehen. Das ist gut gemacht. Von Scares und so. Es funktioniert. Bleib lieber ein bisschen weg davon, ne? Ausschauen. Sounddesign ist großartig. Okay, übertreiben wir jetzt ein bisschen. Na gut,
bin ready. Ich meine, wir gelten ja als vermisst. Es kann natürlich auch gut sein, dass wir denen einfach beigetreten sind, ne? Wir müssen ja nicht unbedingt tot sein. Der Song hat bestimmt irgendwo einen Kontext. Die Lyrics oder so. What's the matter with the moon tonight? Ja, okay. Kann ich es aufmachen? Nee. Allein, dass es alles zu ist, ne? Das ist cool. Das ist cool. Muss ich rausgehen? Sehe ich da irgendwo den Mond? Ich bin jetzt Teil von denen geworden, ne? Ist cool. Es ist simpel, es ist im Endeffekt nur von A nach B laufen, immer und immer wieder. Sehr atmosphärisch und sehr zurückhaltend. Oh! Ja, okay. Das ist die Ascension, die meinten. Die können wirklich schweben. Irgendwas ist halt, aber... I like it. Okay, das war cool, das war solide. Nicht super gruselig, nicht super krass, aber sehr, sehr, sehr solide. Funktioniert. Ich hätte es vielleicht sogar besser gefunden, wenn unklar bleiben würde, ob die wirklich irgendwas hatten. Das hätte man cool umsetzen können, indem man einmal diese komische Mondsequenz sieht und dann das nächste Mal, wenn man das gleiche Zimmer kommt, schaut man sich den Mond an, der ist komplett normal wieder. Dass man einfach noch so ein bisschen als Theorie haben kann, dass wir uns vielleicht wirklich nur im Kontext dieser gruseligen Umgebung und überall was über diesen Kult zu lesen vielleicht kurz eingebildet haben, dass der Mond größer wird oder andere Farbe hat oder irgendwas. Aber so war es halt einfach sehr klar übernatürlich und dass sie wirklich in irgendeiner Form recht hatten oder so. Aber cool. Auch, dass nicht ganz klar ist, ob wir jetzt vielleicht dem beigetreten sind oder ob wir geopfert wurden oder was auch immer. Wahrscheinlich wurden wir geopfert, aber ich fände die Alternative ein bisschen interessanter, wo wir vielleicht einfach durch das, was wir gesehen haben, überzeugt waren. Einfach dachten, ja okay, ihr habt recht, ich will bei euch dabei sein. Und dann sind wir einfach nie wieder zurückgekommen. Ich meine, offensichtlich wären wir dann wahrscheinlich auch nicht wieder Teil der normalen Gesellschaft geworden, nachdem wir uns hier irgendwie, wie die anderen, seit gefühlt 2 Jahren oder so einsperren in irgendeiner Schule und hier leben. Aber cool. Cool. Meine Frage ist natürlich, gab es wirklich irgendeinen Kult oder sowas, der in irgendeiner Schule in Brasilien hier irgendwie ein Gebäude eingenommen hat oder sowas? Ich meine, es kann sein. I don't know. Kam bestimmt schon mal vor, irgendwo sowas. Und, oder ob es einfach komplett erfunden ist, von vorne bis hinten. Aber ja. Ich meine, wenn halt das Spiel hier wahrscheinlich die Universität abbildet, in dem der Typ, der hier das Spiel gemacht hat, selbst studiert. Vielleicht hat einfach nur sich eine coole Story überlegt, die er über seine Universität machen wollte. Wer weiß. Aber ich fand es grundsolide. Nicht super krass, auf keinen Fall schlecht, einfach voll solide und zeigt, dass wirklich komplett ohne Jumpscares nur durch Sound und ein bisschen hinterhergelaufen auch eine gute Atmosphäre entstehen kann. Ich bin nicht immer der super Fan von so übernatürlichen Kultdingern und Opfergaben und sowas, das hat man schon recht oft gehabt, aber es war hier sehr gut umgesetzt, fand ich. Interessantes Spiel, gut gemacht, hat mir übrigens meine Verlobte empfohlen, deswegen
Ein Shoutout an sie. Und wir spielen auf ihrem Kanal aktuell Bran Bow zusammen. Schaut euch das vielleicht mal an. Bis dann. Bye bye.